So, das ist mein erster Vlog. Das ist mein Versuch, ein bisschen weiterzukommen im Leben. Ich würde es immer so machen, ich werde ein bisschen, eigentlich wie ein Vlog gedacht wäre, würde ich immer sagen, was heute ein bisschen gelaufen ist. Und dann vielleicht noch irgendetwas etwas anderes, wo man sonst gerade irgendwie wichtig ist. Also heute, was los war, ich studiere an der ETH Informatik. Wir sind heute Morgen in die Firma SCS gegangen mit meiner Klasse. Das ist Supercomputing Systems. Mein Prof von angewandter Computerarchitektur ist dort Chef, dem gehört die Bude. Und hat uns darum dort eingeladen. Wir haben ja, ein paar Vorträge bekommen und die haben ein bisschen erklärt, was sie so machen und wie ihre Firmenphilosophie ist. Ja, ich fasse jetzt da ein bisschen kurz zusammen. Am Anfang eben der Vortrag, das war ein Mann, der hat viel mit Daimler zusammen geschafft. Daimler ist ja der Mutterkonzern zum Beispiel von Mercedes. Und SCS hat dort, beziehungsweise ist der Typ, der geredet hat, Projekt unter sich gehabt, wo hilft fürs autonome Fahren. Ja, es ist mit zwei Videokameras, ähnlich wie Kinect, tut die entscheiden, wie weit weg das Auto vor einem ist. Und sie haben die Software gemacht, sie haben den Chip gemacht, der berechnet, also den Computer, der kleine. Das ist ein kleiner Prozessor, der hat irgendwie 8 Befehle oder so. Und, im Vergleich irgendein Intel oder so hat, ich weiß auch nicht, etwa 100, 150 dort rum. Und der hat nur 8, wo genau für das da ist, um die Sachen erkennen. Er hat natürlich noch ein paar Werbefilme gezeigt, aber er hat selber gewusst, dass es natürlich eine Werbung ist. Ja, irgendwie, wie ein autonom Fahren halt schnell kann auf Sachen reagieren. Man konzentriert sich vielleicht auf den Gegenverkehr und schaut, ja, biegt er jetzt ab, ohne dass er blinkt. Und dann konzentriert man sich auf den. Das autonome Fahren macht er auch, also das autonome Auto, die Kamera. Aber die Kamera sieht auch noch andere Blickwinkel gleichzeitig. Das ist der Unterschied zu einem Mensch. Er hat gleichzeitig sehen, wie ein Mensch hinter dem Auto führen kommt, bei parkierten Autos. Und wenn ein Mensch dort gefahren wäre, der hätte auf den Gegenverkehr geschaut und hätte Fußgänger ziemlich sicher über den Haufen gefahren. Der Roboter mit der Kamera hat natürlich können bremsen. Das ist natürlich auch ein Werbevideo. Aber sie machen das wirklich. Also da geht halt mehrere Teststufen durch. Am Anfang nur mit so Papierfetzen, dann irgendwann mit richtigen Puppen machen sie die Versuche und am Schluss noch Doktoranden, die das entwickeln, müssen vor das Auto her. Und ja, da bremst es dann. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Haben verschiedene Systeme, ist Daimler machen, ein Spurassistent, wo hilft in der Autobahn in der Spur zu fahren, wenn sie schön ist und also wenn es schön weiße Linie hat und sonst fährt es einfach dann vorne hinten an. Das System machen sie jetzt irgendwie im Herbst da ausweiten auf Geschwindigkeiten 120 bis 200. Die sind dann dort auch drin. Also die deutsche Autobahn ist unbeschränkt und dort können sie jetzt mit der Spurassistenz können sie, ja, bis zu 200 kann der dort helfen. Und autonomes Parken wird es auch geben. Also man kann aussteigen und dem Auto sagen, parkieren. Dann parkiert es, muss sich nicht so eng irgendwie rauszwängen. Ja. Das sind sehr interessante Projekte, wo wo Daimler da macht. Dann, was haben wir noch gehabt? Ja, es ist dann halt noch um Firma SCS gegangen und über ihre Philosophie. Das ist eine Software, eine IT-Firma, nicht eine Softwarefirma, die machen auch Hardware. Wo einfach alle coolen Projekte annimmt, die man so machen kann. Und sie stellen vor allem Studierte ein, also vor allem FH und Uni-ETH-Studenten. Und
Ja, man kommt dann dort in die Arbeit ein. Das ist noch interessant, kann man mir vorstellen, vielleicht dort irgendwann mal zu arbeiten, wenn die einen wollen, natürlich. Ja. Nachher, ja, was haben sie noch? Sie haben natürlich noch andere Sachen präsentiert. Sie haben auch Sachen für Meteoschweiz, haben sie einen Zwischencompiler gemacht. Ja, für die, die nicht so ein Compiler ist, ja, der Programmiersprache in eine andere Programmiersprache übersetzen. Und der Code, wo das Wetter voraussagt, der ist uralt, irgendwie, hat er gesagt, irgendwie, der ist schon 30, 40. Und der Programm, der wird nicht mehr anlangen und verändern. Der läuft, das ist gut. Never touch a running system. Und sie haben dann müssen einen Compiler schreiben, wo das alte Programm in eine neue Sprache übersetzt. Und sie mit dem dann können nicht nur auf CPUs, also auf Prozessoren, die in Laptops oder so drin sind, sondern auf Grafikkarten können da brauchen den Code. Ohne müssen das Originalprogramm umschreiben, wenn sie jetzt den Compiler können schreiben und da dazwischen tun. Da hilft, dass man jetzt mit weniger Geld besser das Wetter voraussagen kann. Ja, wenn es noch, also sind da bei der Archivierung von SRF sind sie fest dabei, der Digitalisierung und der Benutzeroberfläche machen, dass man kann sagen, ja, ich suche irgendwie nach Moritz Leuenberg und dann bringt er all die 3500 Filmchen, die der halt schon über sich gemacht hat im SRF. Ja, da haben sie Billettautomaten bei der SBB haben sie neu gemacht. Und wenn ich kurz überlege, was haben sie noch gemacht? Oder vorgestellt, ich bei der SBB noch ein Warnsystem, also sie haben wo verschiedene Sensoren, die haben sie nicht gemacht, aber dann von den Sensoren bis zu der Software, wo die Leute in der Zentrale sagen, oh, da ist ein Alarm, haben sie alles gemacht. Also, der Sensor sagt zum Beispiel, eine Bremsscheibe ist heiß geworden. Vielleicht hat jemand die Bremse angezogen und ist trotzdem losgefahren. Oder ein Rad ist nicht mehr rund. So Sachen detektieren. Und dann haben sie halt im Moment auch von der Messstation, muss da durchgeleitet werden und irgendwie intelligent, muss da Experten geleitet werden, die entscheiden dann, ist das ein Fehlalarm, ist das ein richtiger Alarm und die müssen dann den Lokführer kontaktieren, je nachdem, wenn es kein Fehlalarm ist und dann sagen, ja, sofort halten oder ja, beim nächsten Mal, wenn du halt ist, löse ich noch die Handbremse wieder und so Sachen. Und sie können dann natürlich auch radgenau sagen, sie können sagen, ja, beim siebten Wagen, die Dreitachse, das rechte Rädchen, das ist nicht mehr schön rund, da muss man dann irgendwann ersetzen, sonst geht das Gleis kaputt. Ja, da war der Morgen, das war ziemlich interessant gewesen. Ah ja, noch zu der Firmenphilosophie. Ja, die haben, unseren Professor, der hat auch an der ETH studiert. Und der stellt nur irgendwie so ein bisschen selbstständige Leute ein, die dort können selber arbeiten können. Und das Ziel ist, dass die Entscheidungen möglichst tief unten gefällt werden. Also bei den Mitarbeitern, nicht bei den Projektleitern oder bei den Chefs. Ja, mit dem fördern sie natürlich die Mitarbeiter, dass sie mitdenken, sich mitverantwortlich fühlen für das Projekt und nicht einfach sagen, ja, Chef ist das Problem, nicht meins. Ja, das finde ich einen sehr interessanten Ansatz. Den finde ich eigentlich, den habe ich auch schon gedacht, irgendwie damit. Ja, von oben ab, da macht viel Probleme. Ich habe auch schon geschafft, das ist nicht immer so lässig. Und ja, da Firmenphilosophie und die Projekte wären da gewesen. Sie haben noch Gipfeli und Orangensaft und Kaffee gegeben. Das ist, den haben sie es natürlich schon gehabt. Es war ein guter Morgen. Noch einmal Mittag, dann habe ich zu Mittag gegessen in der Mensa. Am Mittag habe ich APC, Algorithms, Probability and Computing. Da wäre
Algorithmen, Wahrscheinlichkeit und Berechnung. Das ist eine Vorlesung von einer Frau, also das dritte, das ist, der erste Teil ist von der Frau Steger, von der Professorin Steger. Und die erklärt jetzt ja, so interessante Algorithmen, erklärt sie uns, wie die funktionieren und warum funktionieren sie und warum sind sie schnell. Das ist eigentlich das Wichtige. Ein Algorithmus, der funktioniert, ist immer einfach einer, der schnell ist, immer schnell und funktioniert. Da ist der Grund, warum man irgendwie vielleicht mal einen Student anstellt und nicht einen, der mal einen Programmierkurs gemacht hat. Und ja, also wenn es da schnell kann man sagen, ja, dann geht es halt anstatt 1 Sekunde, 5 Sekunden, das ist ja nicht das Problem. Also meistens geht es nicht um 1 Sekunde oder 5 Sekunden, sondern um eine Millisekunde oder 5 Sekunden. Und das andere ist, auch wenn es nur 1 Sekunde zu 5 Sekunden wäre, wenn man das 100 Mal macht, dann ist der eine halt 100 Sekunden dran, also nicht ganz 2 Minuten, der andere 500 Sekunden, was fast 10 Minuten sind, also etwa 8 oder so, ja, 8,5 Minuten oder so. Das macht dann einen Unterschied und je mehr man da umrechnet, macht das immer mehr einen Unterschied. Ja. Und da ist natürlich dann einfach Geld, das verloren geht und auch Strom, also da kostet Energie und da wird man natürlich sparen. Ja, jetzt dort haben wir einen Algorithmus, hat sie uns erklärt, wo man, es ist immer sehr abstrakt, das ist ein sehr theoretisches Fach. Sie stellt eigentlich ein Problem vor und dann erklärt sie den Algorithmus, der das Problem löst. Das Problem jetzt bei uns war, wir haben irgendwie eine Fläche voll mit Linien und die sind halt irgendwie und irgendwo ist ein Punkt. Und wir müssen dann, unser Programm muss sagen, wie viele Linien sind über dem Punkt. Und natürlich möglichst schnell. Ja. Und ja, dort haben wir halt so einen Algorithmus jetzt angeschaut, der das in logarithmischer Zeit kann. Logarithmisch ist etwas das Gegenteil von exponentiell. Also, zum Beispiel der Logarithmus, ja, kann man jetzt noch andere fancy Wörter sagen. Ja, zum Beispiel der 10er Logarithmus, der ist einfach, zum da wissen, also der geht jetzt, der 10er Logarithmus von 10 ist, glaube ich, 1, von 102, von 1003, von 10.004, von 100.005, von 1.006.000 und so weiter. Anzahl 0. Also der Logarithmus ist sehr, sehr klein, oder? Also da ist irgendwie, wenn man halt über eine Zahl mit irgendwie 100 Stellen redet, das ist ja riesig, da gibt es ja nichts auf der Welt, wo irgendwie so groß ist, dass 100 Stellen braucht, dann wäre der Logarithmus davon immer erst noch 100. Das ist ja irgendwie, ja, das ist ja irgendwie machbar. Ja. Ja, und darum, wenn man da in logarithmischer Zeit irgend so ein Problem kann lösen kann, das ist natürlich der Traum. Und ja, eigentlich, das ist ja fast keine Zeit mehr. Der erste Ansatz, den man kennt, war in quadratisch-logarithmischer Zeit gewesen. Also, da wäre es quadratisch-Logarithmus von 10 ist immer noch 1, von 100 ist er 2 mal 2, also 4, von 1000 ist er 3 mal 3, also 9. 10.000, ja, 16 und so weiter. Die Quadratzahlen halt tun. Und da ist dann doch ein bisschen mehr, dann, immer noch wenig, aber mehr. Und ja, dann hat man dort einen sehr schnellen Algorithmus haben wir kennengelernt. Ja, und was haben wir noch? Ja, da ist es super gewesen. Dann bin ich nach Hause gegangen. Und
Ja, das Wochenende habe ich mein elektrisches Einrad habe ich eins bekommen. Da hinten sieht man es. Ja, etwa so. Da, das ist mein elektrisches Einrad. Da hinten ist ein riesiger Puffer, das ist eigentlich nur meine Tasche. Und nochmal zwei Koop-Taschen leere. Sonst ist eigentlich nicht viel dort. Aber egal. Jedenfalls habe ich da gehabt, hat auch meine Vermieter gezeigt und so ein bisschen gestaunt. Ja. Und dann habe ich ein bisschen geübt mit dem Fahren. Das ist momentan noch etwas schwierig. Ich habe das Gefühl, die Stützräder, je nach Situation, sind die mega dumm und damit mega nützlich. Sonst wäre ich schon ein paar Mal aufs Maul gefallen. Ja. Ja, die haben sehr viele haben blöd geschaut, als ich mit dem Maul gefahren bin. Das finde ich irgendwie lustig. Ja, zwei junge Mädchen, Teenies, haben. Ich habe sie ein bisschen gekichert und so, und dann habe ich gefragt, ja, ob sie auch fahren. Dann sind sie drauf gestanden, hin und her, ja, so ein bisschen rumgebambelt und wieder. Ja, noch haben sie sich nicht getraut und dann bin ich wieder weiter. Ja, jedenfalls sind sie vorgegangen. Ja, ich denke, da wird noch ein paar Mal passieren. Kann ich irgendwelche Kinder, die sind auch mutiger, kann ich sie noch ein bisschen draufsetzen auf den Teil. Ja. Ich denke, ich fahre irgendwie auf einen roten Platz, den mal, also so einen Sportplatz, und nehme dort dann mal die Stützräder weg und probiere mal ohne fahren. Auf dem Teer habe ich Angst, es geht kaputt, und auf dem Gras ist die Holprit, dann gehe ich einfach um. Ja. Und das ist mal da. Dann ein Thema von heute, das ich wieder anspreche, ist Menschenfurcht. Das ist nämlich der Grund, warum ich diese Videos mache. Menschenfurcht ist für die, die das nicht kennen, ich meinte, es sei ein frommer Begriff. Es geht darum, dass man Angst hat vor dem, was Menschen denken über einen und einem da fest behindert. Ich habe das und ich will das bekämpfen. Also, wenn ich irgendwie mal von Menschen rede, dann ist das ein halber Horror. Die Leute im Nachhinein sagen zwar, man kriegt das gut gemacht, aber ja, für mich ist es wirklich mega schlimm. Und ich denke, jetzt ein YouTube-Video machen ist vielleicht die richtige Lösung, um mit dem umzugehen. Das ist jetzt ein ganz kleiner Stress, den ich mir mache, weil es läuft nur die Kamera. Aber vielleicht lädt es mit der Zeit auf YouTube und dann habe ich wieder ein bisschen mehr Stress, weil dann schauen indirekt in irgendeinen Menschen zu. Und ich schneide es sicher nie, ich nehme sicher keinen zweiten Take auf. Ja. Und so werde ich dem begegnen, zum ja, lernen, mit dem umzugehen und die Angst loszuwerden, dass ich, ja, dass ich das kann. Das ist irgendwie allgemein irgendwie gut, dass man halt nicht zu viel Angst vor Menschen hat, weil es ist eigentlich egal, was die denken. Also egal, ja, wenn sie etwas Ernsthaftes sagen, haben sie etwas Nützliches, dann dürfen sie das sagen und dann habe ich auch kein Problem. Aber ich habe halt, ja, ich würde sagen, bei mir ist Menschenfurcht mehr Angst vor Erwartungen. Also wenn ich irgendwo bin, zum Beispiel muss ich einen Vortrag halten, dann haben alle die Erwartung, wie das halt so abläuft. Und ich mich diesen Erwartungen unterordnen und die jetzt erfüllen, das ist für mich ein riesen Stress, das mache ich nicht gern. Und ja, darum möchte ich da eigentlich loswerden. Und mein Konzept ist eigentlich, dass ich da jetzt da so eher im Stillen aufnehme, wenn mir niemand zulässt und dann irgendwann vielleicht mal Gäste einladen. Und ja, so vielleicht immer ein bisschen grösser werden. Ja, da wäre es gewesen. Ist jetzt auch schon wieder 19 Minuten lang gegangen. Ich hoffe, ich kann mich noch steigern, im Sinne von nicht immer wegschauen, nicht zu viel Ems sagen, ruhiger hocken oder mindestens sinnvolle Bewegungen machen. Und ich hoffe, euch gefällt das, wenn ihr euch jemals lasst. Mal schauen. Ja, wahrscheinlich lade ich es auf YouTube. Ja, ich wünsche euch noch einen guten Tag und bis morgen.